Was ich hier in der Hand halte, ist ein Willkommensband. Auf Englisch oder auf Deutsch steht auf diesem Band herzlich willkommen. Auch ich trage dieses Band, weil ich mit diesem Band Ja sagen möchte. Ja zu den vielen Flüchtlingen in unserem Land. Ja zu einem menschenfreundlichen und offenen Deutschland, in dem Menschen Gott sei Dank Asyl erhalten, wenn sie politisch oder religiös verfolgt werden. Aber wir wollen nicht nur Ja sagen, wir wollen herzlich willkommen sagen. Aus ganzem Herzen und aus tiefer christlicher Überzeugung. Und wir wollen uns mit diesem Band auch bei all denen bedanken, die in diesen Tagen, Tag ein und Tag aus und oft bis spät in die Nacht, haupt- und ehrenamtlich dafür arbeiten, dass viele Flüchtlinge in diesem Land dieses Willkommen auch wirklich erleben. Sie lernen mit ihnen Deutsch. Sie bringen ihnen Lebensmittel oder Kleidungsstücke. Sie sorgen dafür, dass sie sich vor Ort nicht mehr ganz so fremd fühlen. Wir wollen mit diesem Band deutlich machen, dass wir es ernst meinen. Auch wenn es schwieriger wird und die Herausforderungen vor Ort unüberwindbar scheinen, sagen wir Ja, herzlich willkommen zu diesen Flüchtlingen und sind sicher, dass wir das gemeinsam schaffen. Gemeinsam mit vielen anderen Verbänden der freien Wohlfahrtspflege, gemeinsam mit dem Deutschen Olympischen Sportbund und dem Deutschen Kulturrat wollen wir ein breites Band des Willkommens sichtbar machen, gerade in diesen Tagen. Und Sie können dieses Band erwerben für 5 Euro und damit die Arbeit dieser wunderbaren Menschen vor Ort unterstützen, in den Flüchtlingseinrichtungen und in den vielen Hilfsangeboten, die die Diakonie und die anderen Wohlfahrtsverbände im Moment für diese Menschen bereithalten. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und herzlich willkommen.